Ja, zur Clownin geworden bin ich vor etwa 41 Jahren. Und das hat 3 Jahre gedauert, oder eigentlich 6 Jahre, wenn man so will. Ich habe 3 Jahre die Schauspielschule besucht, Schauspiel- und Theaterpädagogik, und habe 1 Jahr als Schauspielerin gearbeitet und habe gemerkt, dass das Theater mich eigentlich eher langweilt und dass das, was ich wirklich spielen will, dass es das nicht gibt. Also ich hatte ein komisches Talent und es gab keine komischen Rollen für junge Frauen, was es heute immer noch sehr rar ist, weder im klassischen noch im zeitgenössischen Theater. Also die junge Frau ist meistens für die Ästhetik und für die Erotik gedacht. Sie stirbt meistens sehr früh oder sagt Sachen, wo sich mir einfach die Haare sträuben. Also von darum war mir ziemlich schnell klar, ich muss mein Zeugs selber schreiben. Und Clown war schon immer so im Hinterkopf da. Ich habe immer auch schon wieder vorher kleine Clown-Nummern gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze alles auf die Karte, ich werde Clown. Bin nach Italien gegangen, habe da erst einen Clown-Kurs gemacht bei Roy Bousier. Und danach einfach 3 Jahre wirklich versucht, dahin zu kommen, über ganz viele verschiedene Stücke und auch Filme und Straßentheater und so. Es ist eine sehr komplexe und sehr Suche im Tappen, im Dunkeln. Und wenn sie dann da ist, dann scheint sie so einfach und so klar, dass man denkt, ja, das war immer schon so. Aber weil Clown hat ja wirklich das Spezielle, es ist ein Original, es ist eine am Schatten erkennbare Figur. Ich glaube, das hat Chaplin oder Valentin gesagt, weiß nicht. Aber es ist sofort klar, das ist Clown, das ist ein Hanswurst, das ist ein Harlekin. Und dahin zu gelangen ist, braucht ganz viel an Verschiedenem, das in einem guten Moment zusammenkommt und sich verbindet. Wenn ich einen Workshop mache, dann ist er sofort voll. Also das Interesse ist groß, aber der Markt interessiert sich im Moment nicht wirklich für Clowns. Also von dem her muss das Durchhaltevermögen lang sein. Also ich rede jetzt vom Bühnenclown, weil es gibt sehr viele Klinikclowns, was für mich eine völlig andere Sache ist als eine Clownfigur auf der Bühne, die ein zahlendes Publikum unterhalten soll. Was es da braucht, ist... Also Clowns sind für mich ja tragische Figuren. Es sind komisch tragische Figuren. Es sind Figuren, die eigentlich ein absolutes Scheitern darstellen. Es folgt ein Unglück dem anderen. Es ist alles eine Katastrophe und es wird immer nur schlimmer. Und der Clown erzählt das dann auf komische Weise. Und von dem her würde ich den jungen Clown werden wollenden Menschen sagen, sucht Drama, sucht Katastrophen, sucht das, was euch im eigenen Leben bedrängt, beängstigt, frustriert, wütend macht, das sind die Themen für Clown. Und das dann, wie soll ich sagen, noch größer machen, noch mehr übertreiben, ins Extrem hineinspitzen und dann versuchen, das eben lustig zu erzählen. Also ich, wenn ich ein Stück anfange, suche ich nicht die Gags, ich suche die Tragik, ich suche das allermöglichst größte Unglück, ich suche die größtmöglichste Katastrophe.
Und dann ist es halt einfach viel Arbeit. Also das Paradox vom Clown ist, dass wenn er gut ist, man die Arbeit nicht mehr sieht. Also es sieht so aus, wie wenn das so locker einfach daherkäme und das, naja, das improvisiert sie jetzt so. Und das muss auch so sein, sobald du die Arbeit spürst, ist die Nummer noch nicht gut. Also und von dem her scheint es eben manchmal Menschen, die das machen wollen, ja, das kann ich auch, das ist so einfach, aber das ist ein Trugschluss. Es ist genau das Einfache, was sehr kompliziert ist, um dahin zu kommen, weil es muss von einer solch scharfen Klarheit sein, dass nur noch das möglich ist. Kompliziert ist viel einfacher. Und vor allem, ich habe das Gefühl, in der Tragik kann man viel mehr schummeln. In der Komik ist es entweder komisch oder es ist nicht komisch. Es ist nicht, man lacht nicht ein bisschen. Der schallende Lacher, der bricht aus dem Zuschauer heraus, der wird auch nicht kontrolliert. Und von dem her muss die Klarheit wirklich auf die Spitze getrieben sein. Wie bist du durch die bleiernde Corona-Zeit gekommen? Das erste Jahr der Corona-Zeit habe ich genossen, hatte endlich, also da war plötzlich eine Ruhe in der Welt und vor allem, ich konnte ja nichts verpassen, weil es nichts gab. Sonst, wenn ich mir so 2 Monate Ruhe gönne, dann weiß ich das und das und die Premiere und das, ich verpasse das alles und das stresst manchmal. Und Corona war plötzlich einfach nichts mehr los, also das hatte auch etwas sehr Schönes. Und dann hatte ich Glück, weil gerade in dem Jahr war vorgesehen, eine Biografie über mich zu schreiben. Also eine Autorin hat geplant, dass wir vom Februar bis Dezember oder bis November dieses Buch schreiben. Also ich musste nur erzählen und dann gegenlesen, korrigieren. Und das ist präzise aufs erste Jahr gefallen. Also von dem her hatte ich richtig gut Zeit, weil für die Biografie muss ich ja meine ganzen Fotokisten, meine ganzen Textkisten, mein ganzes Hinterland der letzten 40 Jahre ordnen. Und ich kann sagen, das hat viel Zeit gebraucht. Und das war dann schlussendlich eben auch schön, weil ich konnte wie mein Leben so ein bisschen ordnen. Also aufs Buch zu hat es auch Sinn gemacht. Also da war ich genügend motiviert, das zu tun, weil sonst tue ich die Kisten einfach wieder weg. Das zweite Jahr der Corona, das war dann, da hat es mich angefangen wirklich zu quälen. Also weil da habe ich angefangen zu zappeln, weil irgendwann hatte ich das Gefühl, da,
ich kann nachher gar nicht mehr spielen. Ich verlerne es. Ich bin physisch nicht mehr in der Kondition, das zu machen. Aber da fiel mir ab und zu die Decke auf den Kopf. Aber da es allen so ging, war es auch nicht so tragisch. Also, und wir sind in der Schweiz, auch die Selbstständigen, wirklich sehr gut unterstützt worden von der Politik. Also von dem her, also auch die, die dann in Extremnotsituationen waren, die hatten, meine ich, eine außerordentlich gute Unterstützung. Und von dem her war es nicht so schlimm. Ich toure seit 41 Jahren in 35 Ländern und habe so viele Städte erlebt, dass es schwer zu sagen ist. Also ich liebe vor allem den Wechsel, also dass ich in Shanghai spiele und in Shorten spiele und in Sao Paulo spiele. Also dass das so unterschiedliche Länder sind, aber die Menschen oder die Zuschauer so ähnlich reagieren. Also sie lachen immer an den gleichen Stellen. Was ein bleibendes Erlebnis ist, ich habe in Leipzig im Schauspielhaus gerade nach der Wende gespielt. Die tapfere Hanna ist die Waschfrau, dreckige Wäsche, so der kleine Mensch im schwierigen Alltag, der nie zu Heldin werden kann. Also, und da war plötzlich so eine Stimmung. Also da war 20 Minuten Standing Ovation. Ich wusste nicht mehr, was tun auf der Bühne. Also ich glaube, ich habe geheult, weil manchmal ein Stück so die Stimmung trifft und verstärkt und hebt und aufhebt. Das ist dann ein sehr dichtes Erlebnis. Und welche Stadt hat dich dann am meisten fasziniert? Das kann ich nicht sagen. Ich bin sehr gerne in Brasilien, da habe ich schon über 100 Vorstellungen gehabt, vom Norden bis Süden. Das ist einfach ein Land mit so großen Unterschieden zwischen Nord und Süd und zwischen der Stadt und den kleineren Städten und dem Land oder eben diesen namenlosen Städten. Und Brasilien hat eine ganz besondere Theaterlandschaft, weil Industrie, Kommerz und Banken 8% der Steuern zurückhalten können und damit eben Theater bauen. Und darum ist es eine extreme Vielfalt an verschiedenen Theatern, auch für verschiedene Schichten. Und du kannst da, du kommst in Städte, wo du denkst, was ist denn hier? Also die sind vor 50 Jahren gegründet worden und da steht dann irgendwo ein Theater und du spielst und das ist voll. Also das sind einfach kulturell sehr spezielle Erlebnisse. Da ich vor allem in den Städten arbeite, weil die meisten Theater sind halt eben in den Städten, kann ich leben, wo ich will. Und da ich, wenn ich zu Hause bin, eben nicht arbeite, muss ich vor allem einen ruhigen Ort haben. Und ich bin wegen meinen Kindern aufs Land gezogen. Also ich habe 8 Jahre in Mailand gelebt und gearbeitet, da meine ersten 2 Stücke gemacht. Und dann ging die Tournee los und ich wusste, die nächsten 10, 20 Jahre werde ich auf Tour sein. Also suche ich mir ein kleines Dorf. Und wir haben das gefunden und seit 37 Jahren wohne ich in dem kleinen Dorf, in einem großen Haus und mache von dort aus meine Tourneen in der Welt. Und es ist wirklich für mich sehr wohltuend, einfach in diese Abgeschiedenheit zu kommen, diese Ruhe zu kommen. Weil ich meine,
das ganze Showbusiness hat manchmal etwas sehr Hysterisches. Das ist sehr, also du musst dich bekannt machen, du musst da sein, du musst präsent sein, du musst dann einfach Schnitt, ich bin da, das Leben findet hier auch statt. Das ist einfach wohltuend. Wie findest du deine Themen und Figuren für die Stücke? Also meine Figur heißt Hanna und sie geht durch alle 9 Stücke hindurch. Also das, der Unterschied zwischen Schauspieler und Clown ist, dass der Schauspieler möglichst verschiedene Rollen interpretiert, also in die Breite geht, und dass der Clown eben immer sich selber spielt und in die Tiefe geht. Ich suche für jedes Stück neue Situationen, neue Themen, neue Berufe. Ich versuche wirklich ein Universum zu kreieren, in dem die Figur dann eben ihre Katastrophen erleben kann und ihre speziellen Lösungen finden kann. Das mit der Figur, also das klassische Beispiel ist Chaplin, der immer als Charlot durch alle seine Filme geht. Oder Valentin, der alle Geschichten oder Sketche, die er erzählt, es ist immer die gleiche Figur. Und von darum... ich entwickle von Stück zu Stück die Figur immer ein bisschen dichter. Also bei mir hat sich jetzt einfach ergeben, dass sich so eine Berufslinie entwickelt hat. Das habe ich nicht geplant, aber ich habe als Waschfrau begonnen. Dann bin ich Schneiderin, ich bin Sekretärin, ich bin Souffleuse. Und das erlaubt mir einfach, eine kleine Welt zu schaffen. Und das gibt mir als Clown Spielsachen. Ich muss ja... eben die berühmte Tücke des Objekts. Ich muss Sachen haben, mit denen ich scheitern kann oder die, mit denen ich was erzählen kann. Weil ich keine Sprache benutze, brauche ich halt Spielsachen. Und wenn ich ein neues Stück entwickeln, suche ich ja vor allem eine Katastrophe. Ich suche einen Spielmechanismus. Also ein großes Problem, was die Figur hat, und eben clowneske Lösungen, das Problem zu lösen. Und wenn ich das mal habe, also wenn ich eine Grundidee habe, einen dramaturgischen Bogen mit einem großen Problem drin, dann frage ich meinen Regisseur, und wenn ihm das gefällt, weil das ist so quasi die erste Probe, ob das was taugt, wenn er darauf anspringt, dann entwickeln wir einen Monat lang eine Spielsequenz. Also das, was ich schreibe, ist ja noch nicht Szene, sondern das sind Ideen. Also wir suchen, wie kann ich zeigen, dass ich eine Schneiderin bin? Also wie schneidere ich? Also mache ich einfach so? Oder wie, das sind dann szenische Bilder. Und wenn wir das haben, dann lasse ich mir das Bühnenbild bauen, die Kostüme, die Musik oder was es dann eben braucht. Und dann proben wir für 2 Monate im Bühnenbild mit allem dran. Dann geht es wirklich um Spielen. Also Komik hat sehr viel mit Rhythmus zu tun. Also ich muss zuerst die Idee haben, dann die kleinen Gags haben und dann wie verbinde ich sie. Also wie komme ich zum Schluss und wie löse ich das ab. Also
ich würde sagen, ein Stück ist ein Jahr Arbeit, aber reine Probenzeit sind 3 Monate. Ich liebe meinen Beruf, dass er alles braucht an mir. Also vom Schreiben, Denken, über mit den Händen was arbeiten, mit dem ganzen Körper spielen, die ganze Lust und den ganzen Frust, das kommt alles in meine Arbeit. Also das, was ich erlebe als Mensch und was ich denke und was ich fürchte und was mich ärgert, das kann ich alles in meine Arbeit einpacken. Also meine Figur, die Hanna übernimmt, so irgendwo den negativen Teil und macht aus dem ihre Stücke. Was mich mehr und mehr belastet, ist die ganze Reiserei. Also nicht das Reisen an und für sich, sondern die Stunden auf der Autobahn, die Autobahnraststätten, die Hotels. Im Verhältnis bin ich ja mehr im Auto als auf der Bühne. Das hätte ich lieber umgekehrt. Der Clown ist ja die Figur, die je älter, je besser wird. Also von dem her ist der Clown sehr altersfröhlich. Ich finde, alte Clowns sind viel besser als junge Clowns, einfach weil, ich glaube, das ist als junge Clownin habe ich viel mehr gearbeitet. Es war viel anstrengend auf der Bühne. Ich habe wirklich viel getan, damit das, was ich will, rauskommt. Jetzt bin ich einfach viel lockerer. Also das, was ich weniger an Kraft habe,
das habe ich mir an Entspannung. Also ich komme viel leichter von der Bühne runter als noch vor 30 oder vor 40 Jahren. Aber natürlich, irgendwann wird eine physische Grenze da sein, wo ich etwas nicht mehr spielen kann. Dann muss ich aufhören. Aber dann höre ich mit dem Theater auf. Solange, jetzt fragen mich ja viele Leute, Sie in Ihrem Alter, wie machen Sie das? Es ist doch so akrobatisch, so physisch. Ich denke, es ist nicht, ich halte mich fit fürs Stück, sondern das Stück hält mich fit. Also und natürlich, ich meine, die Hanna hat Akrobatik drin und ich bin jetzt 70 und ich mache das immer noch, aber das ist wie Fahrradfahren, das kannst du einfach, das hast du einfach drin. Also wenn ich das jetzt alles neu machen würde, würde ich jetzt auch sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Und ich könnte das auch alleine nie machen. Es ist das Publikum, was eben die Energie gibt. Also ich denke, das Publikum ist mein Generator. Und das Theaterspielen ist ja ein in Dialog treten mit dem Publikum. Das wird emotional, sind wir irgendwo auf einer gemeinsamen Reise. Und ich stelle das dar, aber ich habe das Gefühl, das ist ein großer Energieaustausch, was da vor sich geht. Mama, ich bin Mama, ich Ich habe jetzt 9 Stücke gemacht. Das letzte war Gaia Gaudi. Da ging es um den Generationenkonflikt. Also da war ich schon. Also ich bin ja in 8 von 9 Stücken bin ich am Schluss tot und bei Gaia Gaudi bin ich schon am Anfang. Da liegt so quasi die Hanna im Sarg. Nur kommt dann hinten die Seele heraus, die es noch nicht gemerkt hat, dass sie tot ist und die schwirrt noch rum und wird dann irgendwann in einen Koffer zugemacht und dann ist sie dann auch weg. Ich habe noch mal Lust, noch das mein 10. zu machen. Und zwar würde ich gerne einfach ohne nichts. Ich würde gerne, dass nur noch das Spiel auf der Bühne ist. Also, dass ich kein Material mehr habe, kein Bühnenbild. Dass ich nur noch das Spiel, die Fantasie habe, dass ich erschaffe und zerstöre. Das wäre sozusagen die Herausforderung, die ich an mich selber stelle. Mal schauen, ob es gelingt. Aber ich habe das Gefühl, sozusagen, wenn es Meisterschaft gibt, dann ist das jetzt der Moment, wo ich denke, wo ich mir einfach mich frage, ob das möglich ist, ohne Worte und ohne Material Theater zu machen.